Vielleicht, meine Damen und Herren, ist Ihnen das Gesicht meines Gastes irgendwoher schon mal bekannt oder irgendwoher unterbekommen. Vielleicht, weil Sie die Berichterstattung von Katholikentagen geguckt haben. Oder aber, weil Sie sich brennend wie Millionen im Land dafür interessiert haben, wie ist das mit Missbrauch an kleinen Jungs und teilweise eben auch Mädchen, aber besonders Jungs, in den Kirchen, insbesondere in der katholischen Kirche gewesen. Und da gibt es eben Norbert Denneff, der mein Gast heute ist, jetzt 61, also wir sind so fast in einem Alter und müssten eigentlich dieselben Geschichten erzählen können, denn auch ich habe ein paar Missbrauchsgeschichten erlebt, wie mit uns umgegangen worden ist und wie die Kirche bis heute mit diesem Thema umgeht. Denn es gibt kaum einen Tag, mindestens aber keine Woche in Deutschland, wo nicht immer noch das Thema ist. Gerade eben hat die Diözese Regensburg wieder einen Bericht vorgelegt, wo sie sozusagen detailliert aufzählt, wie viel Mal mindestens auch in ihren Reihen sexueller Missbrauch getrieben wurde. Norbert Denneff, Sie sind vielleicht der Tapferste, der Mutigste, der Vorlauteste, der Gott sei Dank Schreier in diesem Unrecht. Denn für mich ist Missbrauch am deutlichsten darstellbar, wenn man jemanden den Mund zuhält. Ja, also das heißt, wir waren in deiner Hose, wir haben sozusagen da die Hände hingehalten und jetzt halten wir die auch noch vor deinem Mund. Und dieses Zuhalten des Mundes hat bei Ihnen wie viele Jahre gedauert? 35 Jahre habe ich geschwiegen. Das ohne dass man bedroht wird eigentlich, ja? Was? Nein, die Bedrohung ist ja da, die ist ja in der Gesellschaft da. Die spürt man ja unterbewusst. Also wir müssen nicht die ganze Geschichte nochmal erzählen. Sie sind, wie alt waren Sie, als Sie missbraucht worden sind? Von 10 bis 18. Und zwar vom Pfarrer, glaube ich, vom katholischen Pfarrer? Bis 16 und dann von dem Organisten der Gemeinde. Okay, das nehmen wir jetzt mal so. Und jetzt gucken wir an, was daraus geworden ist. Und jetzt sagen Sie, ich habe 35 Jahre lang schweigen müssen. Man muss nicht jetzt unmittelbar unbedingt Zwang ausüben, ich töte dich oder so, was man so kennt, sondern das ist da, das ist unterbewusst da, das spürt man, wenn ich jetzt rede, was da passiert. Mhm. Das läuft im Unterbewusstsein ab. Mhm. Denn das ist eine These, die ich jetzt aufstelle und die habe ich ja bewiesen. Ich habe 1993 das Schweigen gebrochen und wenn man meine Geschichte hier sich anschaut, sieht man, was da alles passiert ist bis jetzt, bis 2011. Ja. Wie die Gesellschaft damit umgeht, wie die Familie damit umgeht, wie die Kirche damit umgeht, wie wir alle damit umgehen. Das heißt, wie ein Betroffener, der sein Schweigen bricht, weiterhin ausgegrenzt wird. Und das ist der ausschlaggebende Punkt eigentlich dafür, dass das sich einprägt, das spürt man, wenn ich jetzt rede, was da passiert, und deshalb schweigt man. Ich bezeichne das Schweigen, meine 35 Jahre Schweigezeit, bezeichne ich als Einzelhaft. Heißt es, ich wollte doch bei euch bleiben. Ich wusste ganz genau, wenn ich rede, sortiert ihr mich aus. Und ich wusste es nicht. Sorry, muss ich unterbrechen. Okay. Ich wusste es nicht. Das habe ich also unterbewusst gespürt. Ja, ja. Das ist einfach drin. Ja. Das spürt man. Ne? Ja. Also ich ahnte, dass wenn ich rede... muss ich auch nochmal unterbrechen. Das ist einfach, die Frage ist gar nicht da. Das ist blockiert. Das Sprachsystem ist blockiert. Das geht nicht, man kann nicht drüber sprechen. Man hat gar nicht die Sprache dafür. Und das ist eingefroren. Das heißt also die Abspaltung. Die Ursula Wirz spricht da von dem Seelenmord. Das ist die Abspaltung, die da ist. Das heißt, man fühlt nicht, man spürt nichts, man existiert nur. Man überlebt irgendwie. Was war denn da 1993, dass Sie endlich Sprache finden konnten? Was ist denn? Ich habe das nicht 1993, sondern ich habe also mit 40 Jahren habe ich meine Krise gehabt, wo ich zum Nachdenken gekommen bin, mein erstes Psychologiebuch gelesen habe. Und von da an habe ich dann halt immer mehr, da habe ich dann nochmal eine Ausbildung gemacht zum Gesundheitsberater und über ganzheitliche Dinge was gehört. Und das habe ich 3 Jahre gemacht und irgendwann bin ich an dem Punkt angekommen. Ich kannte die Leiche da unten, die war ja da, die war ja nicht gänzlich verdrängt. Die war immer da, Tag und Nacht. Und ich wusste dann die ganzen Zusammenhänge, was passiert, wenn ich da nicht rangehe. Und das sind meine Probleme, das ist mir dann klar geworden. Das wusste ich ja bis ich 40 war nicht. Ich wusste ja nicht, warum ich schlechte Laune habe, warum ich Wut habe, warum ich geschwiegen habe. All diese Dinge wusste ich nicht. Und das wurde mir alles bewusst, klar.
Und dann war mir klar, wenn ich die Leiche da unten nicht raushole, dann komme ich da nie, dann gehe ich irgendwie kaputt. Das habe ich gespürt. Und so ist das entstanden. Der Satz, das muss raus. Alles muss raus. Und daran habe ich ein Jahr gearbeitet. Ich habe ein Jahr das wie ein Bühnenstück vorbereitet. Diese Inszenierung. Sie sind Theatermann von Haus. Ich bin Theatermann von Haus. Insofern habe ich das alles mitgebracht. Also das war für mich nicht schwierig, das zu organisieren. Das Familientreffen, das war alles genau geplant, getimt, bis ins Kleinste genau. Bühnenreif und so ist das alles auch abgelaufen. Ich wusste, was passiert, wenn man das Schweigen bricht. Ich wusste, also aufgrund der Fachliteratur wusste ich das. Damals war das ja noch nicht ein Gespräch in der Gesellschaft. Und somit habe ich im Prinzip alles vorbereitet. Ich habe einkalkuliert, dass ich hinterher ganz allein dastehe. Das wiederum kann man gar nicht erfüllen, zum Glück, weil die Schmerzen, die dann kommen, da würde man das nie machen. Das ist wieder so ein Wechselspiel. Ja, ja und dann habe ich das gemacht, das kann man alles nachlesen, ja auch in meinem Buch, wo ich, da habe ich das ausführlich beschrieben. Ich wurde sexuell missbraucht, heißt der Titel. Und dann im Prinzip beschreibe ich, was abläuft, wenn ein Betroffener sein Schweigen bricht. Mhm. Was dann passiert? Die Ausgrenzung aus der Familie, nun aus dem ganzen Sie, Umfeld. Als ich noch mal, ich kannte Ihre Geschichte seit Jahren. Und als ich mich auf dieses Gespräch noch mal vorbereitete, dann habe ich gedacht, also aus meiner Frömmigkeit heraus gedacht, das ist eine der ersten, die in Anführungszeichen, jetzt kommt aber meine Sprache, die gerufen worden sind, die eine Berufung haben. Ich sage das mal so komisch. Also irgendeiner von denen, die da missbraucht worden sind, muss ja anfangen. Also es gibt ja diese Vorgänger, so wie einer muss sozusagen das Schweigen brechen. Also wen sucht das Schicksal oder wer auch immer aus? Und können Sie mittlerweile sich auch so sehen, also ich bin auch ein Ausgesuchter. Und die Ausgesuchten, die werden immer von den Geschwistern bekämpft. Können Sie meine Bilder verstehen? Also Der Klassenbeste wird immer von den anderen Mitschülern gemobbt. Und wenn man auf einmal eine Berufung spürt, ich muss es sagen, das ist ja, wenn man so will, eine Berufung, ich muss das annehmen, ich muss das thematisieren, dann muss man sich nicht wundern, wenn man getötet wird. Bevor ich die Entscheidung getroffen habe, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit, habe ich mich über diese Dinge schlau gemacht. Also da ist nichts zufällig, dass ich überrascht wurde von irgendwas. Okay. Ich war vorbereitet. Weil ansonsten kann ich nur warnen davor, das hält man nicht aus. Ja, also wenn man da nicht sehr gut vorbereitet ist, selbst dann noch diese Ausgrenzung zu ertragen dann noch, das ist so unglaublich schwer. Ja. Das ist eine wahnsinnige Lebensaufgabe, wo man fast täglich daran zerbrechen kann. Ja. Also das ist dieser Kampf, ich bezeichne das so, ich denke jeden Tag darüber nach, mir das Leben zu nehmen. Das ist einfach ein Bestandteil von mir selber mit, dass diese Höhen und diese Tiefen. Ja, aber vielleicht noch mal eins, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eingangs sagen, ich hab den Faden verloren, sorry. Lassen wir das Kind weiter. Faden verloren. Den habe ich Ihnen dann verlieren lassen, weil ich so ein bisschen... Ach, jetzt habe ich es wieder, sorry, ich habe es wieder. Okay. Sie haben mir geholfen, Sie haben mir die Brücke gebaut. Es ist ja bekannt, dass ich also ausgetreten bin aus der Kirche und dass ich dann ein langer Prozess, also nicht aus Wut, aus Hass, sondern einfach, weil ich diesen Abstand auch brauchte, ich spürte und fühlte das. Ich brauche jetzt diesen Abstand, um mir das von draußen anzuschauen, denn wenn man drin ist, dann ist man immer irgendwo verstrickt. Dann muss ich vielleicht noch mal eins ausholen. In den ganzen 35 Jahren, ich bin ja katholisch erzogen, ganz erzkatholisch, mit allem drum und dran, dieser Chip da oben, Kopf oben drin, der ist einfach drin, den kann man immer noch wachrufen. Heimat ist Heimat. Diese Schädigung, die man erleidet, wenn man als Säugling da reingeboren wird und getauft wird, das ist, so sehe ich das, einfach drin. Also ich brauchte ja irgendwas, diese 35 Jahre, erträgt man sonst nicht, diese Einzelhaft erträgt man sonst nicht, wenn man nicht jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Mhm. Also ich habe nachts, besonders nachts, wenn das ankommt, man kann nicht schlafen, da war mein Gesprächspartner Jesus. Mhm. Die ganzen 35 Jahre. Ich hatte ja diesen Glauben, es war alles drin, dass irgendein braucht und das war er, mit dem konnte ich sprechen. Mhm. Sonst hätte ich wahrscheinlich die 35 Jahre nicht überlebt. Mhm. Oder irgendwie aus mir wäre vielleicht ein ganz anderer geworden, auch keine Ahnung, weiß man nicht. Ja?
Und dann kam diese ganze Zeit dann, diese ganze Aufarbeitungszeit, dieses Austreten, diesen Abstand nehmen. Also ich sehe mich heute nicht mehr als gottgläubig, aber jetzt nicht aus Wut, aus Hass. Also ich kann jeden akzeptieren, der das ist. Und ich bitte auch darum, mich zu akzeptieren. Und dann funktioniert das Miteinander wunderbar. Dann haben wir eine Gesellschaft, wo das einfach funktioniert. Ja, der eine braucht diesen, der andere braucht jenes. Okay. Dann funktioniert das. Aber ich stimme Ihnen dazu. Ich habe lange überlegt, ja, warum mache ich das? Mhm. Ja, und dann habe ich viele Lieder, Texte, Konstantin Wecker war mir da auch ein guter Begleiter mit dem Lied. Irgendwann, ich komme jetzt nicht auf den Titel, irgendwann drückte einer einen Stempel auf die Stirn und du musst das einfach machen. Ich kann das nicht, oftmals nicht beschreiben, warum. Meine Entscheidung habe ich getroffen, als ich dann mit dem Spiegelartikel rausgegangen bin, habe ich in so einer Malgruppe, in so einer Psychomalgruppe, in so einer Klinik, Psychoklinik, da war so ein 17-jähriges Mädel und die malte ihre schwarzen Bilder und ich sah in ihre Augen und wusste, die kommt die nächsten 50, 100 Jahre nicht raus. Mhm. Ich habe Glück gehabt irgendwo. Mhm. Und da war die Entscheidung klar, ich muss das machen. Mhm. Ich muss diesen Weg gehen. Mhm. Nicht aus therapeutischen Gründen. Da kann ich nur warnen davor. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Also ich sage das nochmal ganz laut, wir müssen dann auch so eine kleine Pause machen, so eine Werbepause machen. Also, wenn du denkst, du müsstest aus therapeutischen Gründen auf den Marktplatz gehen und schreien, da war nicht vor. War nicht vor. Da war nicht. Das sind meine Erfahrungen. Bei anderen Fuchsen ist meine Erfahrung. Ich warne auch davor. Ja. Also wir beide warnen davor. Denn du musst nicht annehmen, dass auf dem ganzen Marktplatz sich nur Helfer versammeln werden, die dich hören. Sondern sie werden deinen Schmerz auch für ihre Interessen verwursten. Das ist, wenn ich dann in die Medienlandschaft reingehe. So, Aber, es ist nicht nur Medienlandschaft. Wie sollen die Menschen, die mit dir leben, in der Nachbarschaft etc. lernen, neu mit dir umzugehen? Mein Gast Norbert Denneff ist einer der ersten, die in Deutschland das Thema Missbrauch, sexueller Missbrauch durch die katholische Kirche öffentlich gemacht hat. Mittlerweile schon bald 20 Jahre sind Sie mit diesem Thema unterwegs. Jetzt sehen Sie doch mittlerweile, dass die katholische Kirche teilweise mit den Bischöfen am Boden liegt und Buße tut. Kommen die da raus? Wie schätzen Sie das ein? Nein. Ja, das ist ganz furchtbar. Also dieses Theater, für mich ist das Theater, was da gespielt wird. Ja. Und für mich als Betroffene, und ich kenne viele andere, denen es genauso geht, ja, auf meiner Homepage, wir sind ja jetzt ein Netzwerk, Netzwerk B, Netzwerk, ja, Betroffene von sexualisierter Gewalt. Da kann man viel darüber auch nachlesen. Das ist, sich hinzustellen und sagen, ich bitte halt um Vergebung. Mhm. Und dann wird noch gebetet dafür. Mhm. Und wenn derjenige das dann nicht macht, wird er ausgegrenzt. Mhm. Vergebung gehört da überhaupt nicht hin, ist überhaupt kein Thema. Mhm. Als der Papst Paul II. Mir persönlich hat schreiben lassen, nachdem ich nach Rom geschrien habe, schriftlich mit allem drum und dran, bitte hilf mir, der Bischof Feige von Magdeburg will mich zum Schweigen zwingen mit 25.000 Euro. Hilf mir. Mhm. Hat er mir ein halbes Jahr später antworten lassen, dass er für mich betet, dass ich wieder vergeben kann. Sie sollen den Priester vergeben. Ich soll den vergeben. Dass ich wieder vergeben kann. Und das Gleiche läuft jetzt hier auch ab. Das heißt also, dieses Vergeben, wir bitten und wir beten darum. Und aber ja, mittlerweile sind die doch ein bisschen strenger geworden. Sie schmeißen die Leute mittlerweile raus, die sie 20 Jahre lang versteckt haben. Also katholische Priester oder Ordensbrüder, die werden ja mittlerweile sozusagen angezeigt. Also da bin ich mir aber nicht so sicher, da möchte ich auch einen Einschnitt machen. Ja. Das war jetzt so in dem einen Jahr, jetzt ist man nicht mehr so schweigsam. Das heißt also, jetzt sind die Betroffenen, die jetzt lautstark nach draußen gehen und sagen, der hat mich missbraucht, der kriegt eine Verleumdungsklage, muss mit Verleumdungsklagen rechnen. Ist es so? Also selbst unser Verein Netzwerk B schlägt sich halt momentan mit zwei Verleumdungsklagen rum. Ja? Das heißt also, damit legt man ja die lahm, die nicht die Finanzen haben, die sich dagegen nicht wehren können. Ja? Mhm. Und die bringt man wieder zum Schweigen. Das ist die Praxis, denn der Gesetzgeber schützt ja die Täter. Wir haben ja Täterschutz. Du musst ja beweisen. Das funktioniert ja zusammen. Du musst ja beweisen. Ja, nicht nur das, auch wenn die Verjährungsfrist eingetreten ist, muss ich die Klappe halten, muss ich wieder schweigen. Und das ist das Kriminelle, für mich aus meiner Sicht kriminell daran. Das heißt also, unser Staat, unser Gesetzgeber schützt die Kirche. Wie lange ist die Verjährungsfrist?
Ja, da muss man erstmal trennen zwischen strafrechtlich und zivilrechtlicher. Bei der strafrechtlichen, das ist für mich so ein, dafür habe ich noch niemanden gefunden, der mir das richtig erklären kann, weil das ja gestaffelt ist aufgrund der Strafe. Also dann müssen Sie Glück haben, Schwanz muss im Loch gewesen sein, dann ist es 20 Jahre, ja, Vergewaltigung. Und das ist so für mich, das geht nicht. Also ich habe auch meine Beschwerde, beziehungsweise meine Petition, die Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof, richtet sich nur auf das Zivilrecht, damit das Opfer sagen kann, ich fordere ein, du hast mir Schaden angerichtet, ich fordere ein, dass du den Schaden wieder gut machst. Genauso ist das bei der Kirche, da helfen keine Bete, helfen keine Gebete und auch keine Vergebungs-, sondern da helfen auch keine 5.000 Euro, das ist eine Verhöhnung, sondern da ist Schaden angerichtet worden und den muss man auch so benennen. Und auch werten. In Amerika zahlt die katholische Kirche Milliarden dafür. Richtig, da geht es ab 1 Million aufwärts. Und das ist auch aus meiner Sicht richtig. Also bei uns geht es ab 5.000 aufwärts, in Amerika ab 1 Million aufwärts. Ja, nicht aufwärts, sondern bis 5.000. Und da gibt es eine Klausel, eventuell auch ein bisschen mehr, aber da wird hinter den Kulissen verhandelt. In Deutschland geht es bis zu 5.000. Richtig. Im Einzelfall ein bisschen mehr. Aber in Amerika fängt es erst bei 1 Million an. Richtig, in etwa, ja. Und der Schaden, der angerichtet wurde, nicht nur bei den Betroffenen selber, sondern bei den Angehörigen, bei meiner Familie, die Kinder, die leiden ja alle darunter. Die ganze Gesellschaft trägt den Schaden mit. Darüber haben wir überhaupt noch nicht gesprochen. Das ist überhaupt noch nicht rausgekommen. Das heißt also, jetzt im Moment wird wieder versucht, den Deckel zuzuschrauben. Mit diesen 5.000 Euro der Kirche. Denn sie brauchen ja nicht befürchten, dass die Opfer wirklich auf die Straße gehen. Da gehen nur vereinzelt und die halten ihr Plakat hoch. Die können es nicht aufgrund des Schadens. Also haben sie nichts zu befürchten. Die Jesuiten haben es getestet. Die haben es den Vorlauf gemacht, was passiert da? Jetzt zieht die Kirche komplett nach und damit schraubt man den Deckel zu. Jetzt wird nochmal gebetet, die Bischöfe streiten sich Wochen oder Monate lang darüber, ob sie sich nun hinlegen oder hinknien. Ich habe es gelesen. Ja, das kann man gar nicht mehr fassen. Da bin ich mit Ihnen diese Heuchelei. Das ist ein Kaspertheater. Für mich ist es auch ein Kaspertheater. Ja, aber das ist so, das ist nicht nur ein Kaspertheater, das ist ja was Schönes, was Nettes. Hier werden wiederum Menschen, Betroffene, geschädigt. Erneut. Was wäre Ihre Erwartung? Meine Erwartung wäre, das ist ja mein Ziel, dafür setze ich mich hauptsächlich ein, für die Aufhebung der Verjährungsfrist. Wir dürfen nicht damit jetzt rechnen, ach, dann wird alles wunderbar und besser. Und jetzt alle werden gehört, ich muss nach wie vor noch Beweise haben. Es ändert sich ja nicht wirklich was. Aber es gäbe einen Ruck durch die Gesellschaft, einen Denkruck, hoppla, das wird genauso bewertet wie Mord, denn das ist Seelenmord. Mhm, ja? Die Gesellschaft muss aufwachen, sonst funktioniert das alles nicht. Ja, und die muss auch aufwachen, das kostet richtig viel Geld. So wie in Amerika, dass da Bistümer pleite gehen. Das ist richtig, erst dann wacht man auf. Erst dann ist überhaupt der Vatikan aufgewacht. Hoppla, das ist ja jetzt Geld und Geld ist Macht. Ja, das heißt nicht, dass ich geldgierig oder irgendwas bin, sondern wir rechnen immer in diesen Dimensionen. Und mit welchem und warum sollte der Geschädigte jetzt weiterhin Hartz IV bleiben, weiterhin da irgendwo ganz da unten im Sozialen ausgegrenzt werden. Das heißt also, wir brauchen Signale, wir brauchen eine Vision. Wir brauchen eine Vision in unserer Gesellschaft, eine Vision, eine gewaltfreie Gesellschaft. Das sollte unsere Vision werden. Das heißt, wir sollten uns alle unter einem Dach wiederfinden. Und dafür brauchen wir diese Anfangssignale. Und das wäre ein Signal. Es gibt ja eine ganze Reihe, die jetzt schon halt mir zustimmen und sagen, das muss aufgehoben werden. Die Verjährung muss generell aufgehoben werden. Und zwar rückwirkend. Ja. Das ist das große Geheimnis dabei. Jetzt kommen alle und sagen, geht nicht. Das ist das Grundgesetz, gibt das nicht her. Und so sage ich, ja und? Müssen wir es ändern? Ja. Punkt. Jetzt habe ich noch wenige Minuten. Und gehe mal ans schwierigste Thema. Nicht an Vergebung. Aber wenn man sich ja selber lieb haben will, also wir stellen uns mal vor, Sie und ich, wir würden so 90 Jahre oder sowas ähnliches und so langsam läuft die Uhr ab, ja. Und dann schaut man da auf sein Leben zurück, ja. Also für was hast du gelebt? Sie kennen das so von Zuckmeier, ja, Theatermann. Mhm. Hast du Matten geflochten? Was willst du denn da oben sagen, wenn du so angekommen bist da, wa? Mhm. Was sagen wir denn dann da? Also, was sagt denn der Norbert, wenn er denn da oben ankommt? Für was warst du denn da? Uff der Welt. Also, warst du derjenige, der das aufgedeckt hat? Oder, also, wo ist die Liebe geblieben? Jetzt nicht die Liebe zur Kirche, also das weg. Mhm. Aber gibt es auch die Gefahr, dass vor lauter Zähmenzentriertheit die Güte untergeht? Ich bin dankbar dafür, dass ich das
Dass ich Glück gehabt habe, dass ich das aufdecken konnte. Ja, ich möchte gern als gütiger Mann sterben. Ja, ich bin dankbar dafür. Ich konnte ein Leben lang nicht fühlen, nicht spüren. Ich konnte nicht spüren, wie schön das ist, wenn die Sonne aufgeht, wie schön das ist, einen Baum anzufassen, wie schön das ist, das Meer. Für mich ist das Meer meine Heilerin, wenn man so will. Okay. Für mich ist das Meer die Vision. Ich lebe jetzt seit 2 Jahren dort. Und für mich ist das Meer, die Ostsee in dem Fall, ist für mich die Therapeutin, ist für mich das, was ich liebe, ist das, was ich spüren kann. Jeden Tag ist das für mich ein Geschenk, wenn ich da runter kann, mit der Natur zusammen zu sein. Da bin ich, da brauche ich nichts mehr. Ja. Und da kann ich sein. Da brauche ich einfach nichts mehr. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Und das ist das, wo ich, was ich vorher nicht kann, was ich auf diesem Weg kennengelernt habe. Ja. Deshalb bin ich dankbar. Ja. Das heißt also, mit Wut und Hass ist das alles nicht zu regeln. Da geht ein Mann, so sehe ich die sich jetzt gerade sozusagen an der Ostsee entlang oder sogar in der Ostsee rein, so mit den Füßen, mit den Wellen spielen. Dann nimmt er ja was Besonderes wahr, nämlich Ewigkeit. Den Horizont. Ja, das meine ich. Also das Meer, das ewige Meer. Ist nicht zu begreifen, die ist nicht begreifende Ewigkeit. Da geht ein kleiner, lebendiger Mensch, Norbert. Ja. Der geht am Rande einer Gotteserfahrung. Wie man es nennt. Ja. Richtig. Und du sagst, ey, hier in deiner Nähe bin ich glücklich. Mhm. Also nicht in diesem Kasper-Theater von Verrückten, aber hier in deiner unmittelbaren Nähe spüre ich sowas wie Leben, Atem, Ewigkeit. Schauen Sie nach diesem Kraftakt in München. Beim Ökumenischen Kirchentag. Ja, aber Ökumenischen Kirchentag, Beim Ökumenischen Kirchentag, wo ich schreie, ich bin nicht jemand, der schreit, nur ich hatte kein Mikrofon, man hat mir mal kein Mikrofon gegeben, darum habe ich laut gesprochen, ich habe auch nicht geschrien. Ja. Das war relativ anstrengend, wenn man halt schwere Arbeit macht, das ist anstrengend. Da bin ich nach Hause gefahren, nach München, das Erste, was ich, bin ausgestiegen, wohne in Scharbeutz, ausgestiegen und bin, habe meine Frau genommen, ich sage, komm, und da sind wir unten 2-3 Stunden spazieren gegangen und da habe ich die ganze Kraft wieder aufgetankt und da war wieder Frieden da. Das heißt, ich brauche diesen Puffer, ich brauche diese Kraft, um diesen Weg gehen zu können. Sieh, ich komme nach Haus. Ja. Da ist das Meer, das Zuhause, das Bergende, die Mutter. Richtig. Was Mütterliches. Das heißt, ohne eine Vision kann man auch nicht mehr leben. Das ist meine Geschichte. Ich glaube, dass es verfrüht und verdummt und alles ist, zu sagen, Vergebung, Versöhnung und tralala. Es ist nicht die Aufgabe des Opfers, an der Bestandserhaltung der katholischen Kirche zu arbeiten, ganz gewiss nicht. Aber es ist wahrscheinlich die Aufgabe eines jeden Menschen, glücklich zu werden. Egal, was ihm passiert ist, glücklich zu werden. Und wenn da sowas hilft, wie jetzt nehmen Sie Ihre Frau und gehen runter zum Meer und sind glücklich. Ich habe es überwunden, ich habe es überlebt. Ich erinnere an diese Frau, die da dunkle Farben malte. Ich habe es überlebt. Ist ja ein paar Tränen wert, ja? Wenn man dann durch die Ostsee ein paar Glückstränen wert. Auch in meiner Anfangszeit, ich wohne jetzt 2 Jahre da oben, das Meer konnte gar nicht laut genug toben. Das nimmt so viel Tränen auf. Das ist dem Meer alles, es ist so völlig egal. Und das ist immer da. Ja. Und das versucht auch nicht irgendwie auf irgendeinen Weg zu bringen, sondern das spült dann auch mal weg. Das ist auch ganz aggressiv, ja, teilweise. Und ich hätte gern damals den Papst Paul II., als er mir da hat schreiben lassen, dass er für mich betet, vergeht, hätte ich gesagt, hey, ich wollte mir da das Leben nehmen danach, ne? Also nachdem ich mir dann doch nicht, das hat nicht funktioniert. Und als mir das klar wurde, hätte ich gern gesagt, Mensch, du, für mich braucht niemand da zu beten. Nee. Ich habe keinen Hass und keinen Wut. Nee. Ich bin nicht in der Phase drin. Ich hab mir die Arbeit gemacht, mir das angeschaut und ich mache das immer jeden Tag, gucke ich mir das und an. Und ich bin auch nicht kleiner als du. Richtig. Das heißt, ich will auf Augenhöhe fahren, ich will gar nicht gehört werden. Ich will auf Augenhöhe fahren mit der Politik, mit der Kirche. Ich bin auch nicht kleiner als du. Richtig. Ich danke Ihnen für die Weiterreise von der Ostsee bis hier ins Badische. Unsere Zeit ist ein bisschen um, aber mit Ihnen könnte ich lange, lange, lange reden und lange, lange durch die Ostsee spazieren gehen. Ich glaube, um die Osterzeit, da komme ich mal da hoch. Ja, machen Sie das. Da bin ich, glaube ich, in Travemünde irgendwo. Ja, das ist doch um die Ecke. Das ist nicht so weit. Travemünde. Und dann sollten wir gemeinsam barfuß durch die Ostsee stiepeln. Und ich gehe jeden Tag in die Ostsee rein. Und wenn es sein muss, dann die Ostsee schreit, dann schreien wir zurück. Ja. Seien Sie gut beschützt. Vielen Dank. Gib ich zurück. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Das ist uns auch ein Geschenk.